Die Augustenstraße 63 in Köthen, vor zwei Wochen. Wir treffen Karin Ritter in der Obdachlosenunterkunft. Sie hatte sich bei uns gemeldet, mit schlechten Nachrichten. Hallo, Frau Ritter. Guten Tag. Hier lebt die 64-Jährige mit ihren drei Söhnen, Andy, Christopher und Norman. Doch nur Andy ist zu Hause. Die beiden anderen stehen in diesem Moment vor Gericht. Vor allem Normans Prozess macht Karin Ritter zu schaffen. Die Anwältin hat gesagt, er kommt heute wieder raus, weil er hat ja über 3 Promille gehabt. Der hat die ganzen Straftaten auf sich genommen, die er gar nicht gemacht hat. Warum? Der ist bekloppt, na, weil er betrunken war. Der hat zugegeben, was er nicht gemacht hat, der Bekloppte. Bei Normans Verhandlung hätte die Hartz-IV-Empfängerin jetzt eigentlich aussagen sollen. Doch sie ist krank und nicht transportfähig. Ärgert Sie das? Hätten Sie gern für Ihren Sohn ausgesagt? Was soll ich denn aussagen, was ich nicht weiß? Okay. Da soll es wohl jetzt um Hasen gehen, die Norm tot gemacht haben soll. Jetzt um 1:30. Hasen? Ja, die sollen wohl hier hinten geklaut worden sind, keine Ahnung. Und der soll wohl da unten eh bestialisch abgestochen haben. Und Annie, seine Freundin, hat den Hasen der Polizei übergeben. Da sollen wohl Spürhunde bis bei uns vor die Türe gelaufen sind. Und glauben Sie, dass das so war? Keine Ahnung. Was genau passiert ist, weiß auch Andy nicht. Haben Sie Angst, dass Ihre Brüder irgendwie verurteilt werden, länger ins Gefängnis müssen? Nee. Angst nicht. Ne? Klar kriegen sie irgendeine Strafe. Wenn sie die Scheiße gebaut haben, klar kriegen sie irgendeine Strafe, ja. Müssen sie auch mit klarkommen. Aber Sie rechnen da nicht mit einer Haftstrafe? Ich weiß auch nicht, was die offen haben. Ich auch Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was die offen haben. Ich weiß nicht. Wie ist das als Mutter, wenn man sowas sieht? Das ist grausam. Versuchen Sie, Ihrem Sohn zu helfen? Und wenn ja, wie soll ich ihm denn helfen? Doch vor dem Amtsgericht in Köthen müssen sich die Brüder heute nicht wegen toter Hasen verantworten. Die Anklagepunkte: Widerstand gegen die Staatsgewalt in besonders schwerem Fall, Körperverletzung, Diebstahl und Beleidigung. Beide Brüder wollen heute nicht gezeigt werden. Die kriminellen Karrieren der beiden beginnen früh. 1994 hatten die Brüder eine Nachbarswohnung verwüstet und die Anwohner mit Äxten angegriffen. Norman, was war denn am Sonnabend los? Ich bei meinem Onkel rübergegangen, bin Zucker holen und da kam die Frau raus und hat gesagt, deine Mutter ist schon wohl besoffen. Und dann habe ich ja Knüppel genommen, habe die Bärbel auf den Rücken geschlagen und erst hat Willi hingekriegt und der Bärbel. Du hast mit dem Knüppel, was hast du mit dem Knüppel gemacht? Zuschlagen. Da bin ich Knüppel mal von der Keule aus. Reue zeigt der damals 9-jährige Norman nicht. Was? Tut dir die Frau nicht leid? Hm? Tut dir die Frau leid? Nee, die hau ich noch ab. Was willst du mit der Frau machen? Haut machen. Die Opfer ziehen nach dem Überfall weg, aus Angst vor den Ritterbrüdern. Die Kinder haben gesagt, sie wollen sie umbringen, wenn sie zurückkommen. Glauben Sie das? Ja, das machen die. Das sind in meinen Augen währenddessen mal Verbrecher. Grüßt euch. 13 Jahre später. Die Prophezeiung der Nachbarin ist Realität geworden. Norman ist ein krimineller Skinhead. Alkoholiker, Suchtausdecke, treibt sich nur im Knast rum, Schläger. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Mann. Was soll daraus geworden sein? Wenige Tage nach diesen Aufnahmen muss er eine Haftstrafe antreten, wegen gefährlicher Körperverletzung. Sein Bruder Christopher sitzt zu diesem Zeitpunkt im Gefängnis. 2017 treffen wir ihn wieder. Nach fast 6 Jahren Haft feiert Christopher wieder Weihnachten mit seiner Familie. Wie läuft das hier so ab bei Ihnen? Mal gucken, ja. Sehen Sie doch da. Läuft alles, ja. Also Weihnachten bei den Ritters eigentlich? Gut, wie jedes Jahr eigentlich. Aber wenn man in Haft sitzt, kann man kein Weihnachten feiern, ja. Aber Sie sind ja hier. Na, jetzt ja. Allein 2017 kam die Polizei 99 Mal bei den Ritters zum Einsatz. Zurück am Amtsgericht in Köthen.
Die Richterin hat entschieden, Christopher soll für 2 Jahre und 8 Monate wieder ins Gefängnis. Norman 9 Monate. Das Urteil ist aber noch nicht rechtskräftig. Die Brüder dürfen deswegen erst mal wieder nach Hause. Zu Hause sind die Männer bislang noch hier, in der Köthener Augustenstraße. Dort hatten Norman und Christopher zuletzt für Ärger gesorgt, weil sie Bauarbeiter beleidigt und bedroht hatten. Die Sanierungsarbeiten in der Obdachlosenunterkunft wurden daraufhin eingestellt. Damit sie fortgesetzt werden können, sollen jetzt alle Bewohner ausziehen, auch Karin Ritter. Sie hatte in der letzten Zeit große Probleme mit ihren Söhnen. Wie ist es mit Christopher gerade? Ist der denn gerade Ihnen gegenüber noch aggressiv? Nö, jetzt nicht. Im Moment nicht. Also ist hier im Moment einigermaßen Ruhe. Ruhe? Trotzdem will ich nicht mit dir nur einen Tag ziehen. In die neue Wohnung, wo wir da jetzt hin müssen. Denn jetzt will er los mit die Sauferei und Randaliererei und nee. In dieses Gebäude soll Karin Ritter einziehen. Es befindet sich nur ein paar Kilometer weiter, in der Köthener Adolf-Kolping-Straße. Der CDU-Stadtratsvorsitzende Georg Heeg zeigt uns die Wohnung, in die Karin Ritter einziehen soll. Hier gibt es sogar eine Badewanne. Es gibt natürlich auch eine separate Küche. Also mit einem kleinen Lodger. Von hier scheinbar ist offensichtlich ist das hier wohl das Wohnzimmer. Das hier die Küche und sie ist in einem, ich würde sagen, guten Zustand. Könnte man einziehen. Das sieht Karin Ritter anders. Frau Ritter sagt, sie möchte unter keinen Umständen mehr mit ihren Söhnen in ein Gebäude ziehen. Sie hätte Angst vor ihren Söhnen. Es wird ja wahrscheinlich wieder eskalieren. Kann man das nicht irgendwie vermeiden? Die Stadt hat nur eine Notunterkunft und sie kann nur in einem Haus alle unterbringen. Doch die Hartz-IV-Empfängerin will nicht umziehen, obwohl sie sich vorher jahrelang über die Zustände in der jetzigen Unterkunft beklagt hatte. Frau Ritter, Sie wollen ja immer eine neue Wohnung, Sie wollen duschen, Sie wollen eine Heizung. All dies hätten Sie jetzt in der neuen Unterkunft. Nein, wir bleiben ja da nicht für immer drin. Aber wenn Sie dann hierher zurückkommen, ist ja hier auch renoviert. Das heißt, Sie können jetzt... Hier ist nichts renoviert. Wenn Sie zurückkommen nächstes Jahr. Hier wird aber nicht renoviert. Die machen nur die Dachböden und die Duschen. Aber darum geht es Ihnen ja, um die Duschen. Ja. Aber dass der Schwarzschimmel in der Wände drin ist, das sagen Sie nicht, oder was? Die Stadt sagt, bis zum 25. Müssen wir raus. Müssen Sie jetzt raus sein. Mhm. Lassen wir uns überraschen, was noch kommt. Vergangenen Freitag kommt es in der Adolf-Kolping-Straße zu einem Großbrand. Der Wohnblock, in den die Ritters ziehen sollen, steht in Flammen. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus. Karin Ritter hatte versucht, beim Amtsgericht eine einstweilige Verfügung gegen die Umsiedlung in das beschädigte Gebäude zu erwirken. Doch die wurde abgelehnt. Gestern kommt es um 7 Uhr morgens in der Augustenstraße 63 zur Räumung. Karin Ritter ist sauer. Geht hier was kaputt? Pfeift doch vom Zimmer. Wir müssen jetzt alle raus hier und die Firma macht. Ich gehe gar nicht raus. 27 Polizisten, mehrere Umzugshelfer und Ordnungsamtmitarbeiter sorgen dafür, dass die Bewohner nach und nach mit ihrem Hab und Gut das Gebäude verlassen. Doch Karin Ritter weigert sich, ihre Wohnung zu verlassen. Weil sie raus müssen. Die Verfügung endet und sie müssen raus und wir wollen dann anfangen mit Räumen. Ich bin krank. Ich kann mich da nicht ins kalte stundenlang hinstellen. Sie müssen sich jetzt was ansehen und dann müssen sie raus, bitte. Auch ihre Söhne Norman und Andy wollen nicht gehen. Doch dafür sorgen die Polizisten. Jetzt halt dein Maul, darf ja was los ist. Das kriegen Sie gleich erklärt. Das kriegen Sie gleich nochmal erklärt. Fick dich, geht meine Tür zu, meine Tür ist nicht mehr auf. Findest du das nicht irgendwie ein bisschen unfair? 8 Stunden später. Karin Ritter steht immer noch in ihrer Wohnung. Wir müssen jetzt das Haus verlassen. Und jetzt auch noch gerne mehr. Jetzt verlassen wir das Objekt, Frau Ritter. Und dann verlässt die 64-Jährige schließlich doch noch als allerletzte die Obdachlosenunterkunft in der Augustenstraße 63. Okay.